Grüß Gott und guten Morgen zu einer Weltpremiere, nämlich zur ersten echten Frühausgabe von Flaschendreh. In dieser Frühausgabe widmen wir uns dem Thema Alternativverschlüsse. Und es heißt ja so schön, dass der Kork dem Alternativverschluss nach, beziehungsweise auch Vorteile hätte, dass sich der Alternativverschluss langsam öffnet und was auch immer. Wir gehen dieser Sache auf den Grund. Dazu hat uns das Weingut Gesellmann zwei richtige Bomben, die wir sowieso gerne verkosten wollten, zur Verfügung gestellt. Nämlich das Cuvée G aus dem Jahr 2002. Mhm. Zum einen mit Schraubverschluss und einmal mit Naturkork. Es hat ja natürlich nur Sinn, solche Sachen zu verkosten, wenn man es in einem einigermaßen trinkreifen Alter verkostet, und dann sieht man auch, wie sich das entwickelt hat. Das gut. Heißt ja, es hält nicht. So, und aus diesem Grunde machen wir es jetzt einmal auf. Sie sehen schon, vom Ritual her ist der Naturkork dem Schrauber schon noch irgendwie ein bisschen überlegen. Geschwindigkeitsmäßig ist der Schrauber weit vorne, also schneller offen. Ist der Schrauber. Schneller offen, der Wortwitz am Morgen. Mhm. Humor ist schlecht. Noch. Eigentlich sollten wir jetzt einen Kaffee trinken und keinen Wein. Vom Sound her hat natürlich der Kork wieder so seine Vorteile. Ja. Er hat auch den Vorteil, am Verschlussmaterial zu riechen, macht beim Schrauber wenig Spaß, oder? Wenig Spaß, auch wenig Sinn. Sie sehen auch gewaltige Korken, die da eingebaut sind. Ich glaube, der kostet selber 1 Euro. Gut, bei dem Preis darf er ruhig gut sein. Mhm. So, wir haben jetzt 2 Gläser, gell? Mhm. Zum Glück. Mhm. Frühmorgendlicher Aufbaufehler. Zum Glück ist es nicht weit weg. Genau. So, boah, und diese Uhrzeit Wein ist wirklich hart. Ich glaube, das reicht für sehr, für heute. Es reicht vor allem für die Uhrzeit. Gut. Also, links Schrauber, rechts Drehverschluss. Fangen wir mit dem Schrauber an. Links Schrauber, rechts Drehverschluss, war super, oder? Ja, genau. Gut. Rechts Schrauber, links Korkverschluss. Sie sehen, es ist wirklich früh. Aber also, wir opfern uns für Sie. Puh, das macht sogar in der Früh Spaß, gell? Jo, schlecht ist nicht. Genau, und jetzt kommt ja das eigentlich Spannende. Sie können das leider erst in ein paar Sekunden dann nachvollziehen, wenn wir uns sicher sind. Mhm. Ich glaube, ich bin mir schon sicher. Mhm. Du auch, gell? Ja. Also, Sie erleben gerade den größten Vorteil des Schraubverschlusses. Mhm. Der Kork ist antäpscht. Wie man so schön sagt. Also für Nicht-Burgenländer, der Kork korkt. Der Kork korkt. Was Kork. Bei einem Wein dieser Preisklasse, wenn man ihn dann aufmacht, nach vielen, vielen Jahren, wo man ihn im Keller gebunkert hat unter besten Bedingungen, dann macht man diesen Wein auf, der ja nicht unbedingt der Okkasion ist. Und dann korkt der Hund. Das ist ziemlich traurig. Ja. Der Schraubverschluss, wirklich schöner Wein, großer Wein, schöne Bärenfrucht, dunkle Bärenfrucht. Klare Frucht auch. Klare Frucht. Guten Morgen. Boom. Geh statt Kaffee. Ja, herrlich, ja. Also. Wie schnell die Zeit vergeht, schon ist es. Gerade sind wir aufgestanden, schon ist es finster. Mhm. Die Weine haben jetzt Luft gekriegt. 12 Stunden? 12 Stunden. Sollte reichen. Schauen wir, wie sie sich verändert haben. Vielleicht ist ja der Kork ausgelüftet. Genau, vielleicht ist der Kork verschwunden. Eines vorweg, wir glauben dies nicht, aber wir lassen uns gern eines Besseren belehren. So. Wir fangen mit dem Korrekten an. Der Korrekte.
Farbtest. Farbtest, genau, vor lauter Riechen habe ich vergessen, Farb zu testen. Ja. Ausgezeichnet, bestanden. Passt wahrscheinlich. Was man sagen muss jetzt durch die Luft, ist der Wein viel harmonischer geworden. Mhm. Also der war am Anfang war so ein bisschen so ein Monsterbaby in der Früh. Ja. Vielleicht war das auch, weil unsere Nase noch unverbraucht war, aber... Das hat sich auch dazu beigetragen. Aber es ist viel schlanker, viel schönere Beerenfrucht. Mhm. Ja, sehr plötzlich, Luft tut ihm gut. Ja. Schauen wir mal. Prost. Gewig groß, oder? Mhm. Gewig großartig. Großartig, ja. Also, eine super Tanninstruktur, großartig eingebunden, die Säurespitze, das Holz super eingebunden. So ein bisschen Schoko im Nachhall, vorne so Waldbeeren-Geschichten. Mhm. Ja, ja. Stark. Richtig stark. Er ist noch nicht so alt, gell? Nein, also der kann noch ein bisschen am Kreuz liegen. Also glücklich die so etwas zu Hause haben oder im Keller oder wo auch immer. Wenn man es im Lokal findet, sollte man es bestellen. Also ja. Macht Spaß. Jetzt schauen wir mal, ob die teurere Verschlusssache, nämlich der Naturkork, an Wein ruiniert. Was sagen wir da? Haben wir uns da etwa zu weit aus dem Fenster gelehnt? Nein, haben wir nicht. Das also er riecht deutlich anders als der Schrauber. Das ist genau der betrogene Kork. Das ist, glaube ich, wovor sich jeder Winzer fürcht. Ja, da fürchte ich mich eher als Restaurantgeher davor, wenn mir der Sommelier den Wein hergibt, weil da bin ich mir jetzt beim Riechen einmal nicht sicher, ob der was hat. Oder ob da einfach eine schlechte Flaschenform vorliegt. Schlechte Flaschenform hin und her. Der wirkt in der Nase viel enger, viel schlanker. Er geht nicht auf, das ist ein bisschen ganz leicht muffig. Wenn ich nur den Wein, nur die Flaschen serviert kriege, sage ich, der hat nichts. Mhm, genau. Das bin ich damit. Und das ist schon drum. Dann kostet man das, dann kostet man den Wein und sagt, naja, 50 Euro ab Hof ist schon ein bisschen viel für das. Mhm. Deshalb sage ich, das ist das, wovor sich der Winzer fürcht. Genau. Kostet man es einmal. Genau. Schauen wir, ob wir uns auch fürchten müssen. Ja, jetzt merkt man es. Das ist viel enger, unharmonisch, ja. Leicht Bitterl hat er hinten drauf. Ordentlich eigentlich. Aber das du im Lokal sagen, der hat was? Wenn ich den Wein nicht kenne, ist es schwierig. Wenn ich den Wein kenne, weiß ich, so schmeckt er normal nicht. Dann kann ich was sagen. Also ich kenne den Wein, ich habe den schon oft getrunken und ich würde ihn nicht zurückschicken. Mhm. Also ich würde mir das nicht trauen. Mhm. Ich würde mir nur denken, 50 Euro, schaut dran. Genau. Und was lernen wir sozusagen jetzt daraus? Diese Folge soll jetzt keine Brandrede für Alternativverschlüsse oder ein Verteufeln der Korken sein. Aber was man hier sieht, das sind ja doch nicht so ganz unkostspielige Weine. In dem Fall ist jetzt einer doch deutlich schlechter als der andere aufgrund des klassischen Naturkork-Problems. Ja, also... Wenn wir hier nun, also bewerten werden wir es nicht, weil das keinen Sinn macht, aber wenn wir hier nun eine Empfehlung abgeben müssten, müssten wir aus diesem Versuch heraus jetzt sagen, solche Weine doch bitte besser auf Schrauber kaufen. Ja, es wozu nur billige Weine auf Alternativverschluss kaufen? Das kostet 50 Euro aus dem 50 Euro langes Warten. Mhm. In den Wind geschossen. Man hat dann keinen Spaß dabei, dann korkt der Wein ist nicht mehr verfügbar. Du beißt den Hintern und wozu? Der Schrauber ist in einer super Form, jugendlich, hat jetzt mit der Luft deutlich gewonnen. Wie sagt der Albert, wer glaubt, der schraubt. Genau, in diesem Sinn, ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Auf den großartigen Schrauber. Auf die großartigen Schrauben, genau.